Ja, wir haben unsere Publikumsfangnetze ausgeworfen. Und sie sind drin hängen geblieben. Sei nett zu den Leuten. Ja. Genau, unser Programm heißt ja auch Seid nett zueinander. Seid nett zueinander. Wir haben bemerkt, dass bei Seid nett zueinander die meisten Menschen nur an ein Netz denken. Nämlich ans Internet. Ja. Aber das hier. Ein Netz aus Schienen für die Eisenbahn, ein Straßennetz, um Auto zu fahren, ein Netz aus Röhren für Putins Gas und das Trinkwassernetz für unser Spaßbad-Spaß. Ein Netz aus Glasfaser fürs Telefon, Internet, WLAN, G5 fürs Smartphone, ein Netz aus Kabeln für unser Strom. Ein Netz für Presse, Radio, TV, Fernsehprogramm für die dümmste Frau. Ein Netz aus Satelliten schwirrt oben durchs All. Ohne Navi findet Papi nicht mal mehr seinen Hosenstall. Ein Netz aus Daten für Geheimdienstkranken. Beziehungsnetze, die uns alle verdrahten. Besoffen in Nerven, in einer Netze, in der Matte, liegt sie schöner als in einer Buga. Was war in den 60er Jahren voll der Reger? Na, die Stahlnetzkrimis waren die Straßenfeger. Heute erregt höchstens die Toten, wenn die Politiker sich im Netzwerk verknoten. Ein Netz aus Nerven und aus Synapsen für die kaputten Lehrer, ein Netz aus Knapsen für die Skifahrtouristen. Seid nett zu, aber sie begreifen es nicht.